Gegeben von eigener Hand im Jahre 35 Dalek, dem 1156. Jahr nach Horas Erscheinen. Und lass deinen Hishint-Priester aus Kuslikum und deinen Deromanten aus Firdana kommen. Die sollen uns diese eigenartigen Kalender der Ostdinger errechnen, damit dieser sogenannte Sultan nicht behaupten kann, er habe das Auslaufen des Ultimatums nicht errechnen können. Gehen wir das noch einmal durch, Magister. Ich, Dalek Invictus, Horas und Heliodan, Vater aller Aventurier, Fürst aller Ptolemiden, fordere hiermit die sofortige Überschreibung der Stadt Yol-Fassar. Dalek II. Bei der Abfassung der Fassarer Forderung. Damit, Diamantis, stehst du auf dem Dach, blickst mit deiner Balestrine an der Hand auf die Überreste der Katze, das vertrauten Tier der Hexe Ephemia von Nahuabad, und bist doch recht zufrieden über diesen einen letzten Schuss, der ja, doch euch eine Enttarnung, eine weitere Enttarnung hat erspart. Diamantis geht von ja, dem Rand der Mauer zurück, greift auf seinen Rücken, wo seine geliebte Abalone Bitsy sich befindet, nimmt sie vom Rücken und fängt an, die durchzuladen, während er runter über die Mauer Richtung Stadt guckt. Und vor allem in die Richtung, wo sich gerade ein wenig Tumult findet, denn weitere Neueinklinge scheinen anzukommen. Macht sich bereit, wenn es sein muss, diese Tempel, den er eigentlich nicht verteidigen will, aber zumindest seine Gefährten, die sich innen drin befinden, mit von der Mauer aus mit seiner Waffe zu verteidigen. Ja, weil drin. Vor Abelmir sind vier Ziegen, die jetzt an einem Strick an die Hand gegeben werden. Nun, für jeden eine? Danke, kein Interesse. Ich denke, wir klammern ja die Kapitania aus. Hm? Ich mach das ganz sicherlich auch nicht. Ich hab da auch keine Lust drauf. Ach, jetzt habe ich diese vier Ziegen gekauft. Was mache ich jetzt mit diesen Viechern? Ihr könnt ihn fragen, ob er sie gnädigerweise zurücknimmt. Und ich fürchte nicht. Ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass es nötig ist, sie persönlich zu opfern. Ihr habt ihm Geld gegeben, ihr habt die Ziegen er kann sie selbst opfern, wenn er will. Nun? Ich schau mal fragend in Richtung von diesen großen Akkoluten. Er reicht dir wieder das Messer. Ihr habt Angst vor Blut? Nun, nicht unbedingt, aber ich will meine Tracht nicht beeinträchtigen. Er nickt. Dafür bin ich da. Nun gut, hier, nehmt diese Ziegen. Jo, ich würde mich auch gegen. Er nimmt sich die erste, die zweite, die dritte, bindet ihr dann alle an dieses Geländer fest und die erste von ihnen schneidet er rigoros die Kehle durch und stößt sie dann in das Loch hinein, wo sie in dem Leder so ein bisschen runterrutscht. Ich würde derweil auf die andere Seite von diesem Loch, von der Grube gehen und runterschauen und ein Odem Arcanum wirken. Ich würde die Sprache wegmodifizieren, also eine plus 7 erleichtert eine plus 4 Probe. Gehst du da drin, ja? Gehst du da nicht drin, ja? Okay. Ist ja nicht, es muss ja. Es ist, glaube ich, keine große Geste, meinst du es nach? Nee. Ich glaube, du fasst dir irgendwie ans Augenlid. Nee, die genau. Geste bei Odem ist, nur zu gucken. Genau. Also, dass man das beschaut. Da wird keine weitere Geste angegeben. Ja, du siehst wohl, wie die zerfaserte Matrix der Ziege wohl aus ihr entrissen wird und ausgelutscht wird. Während die Ziege noch über das Leder runterrutscht, siehst du, wie die Lebensfaden, also nicht nur das Blut, sondern auch das Sekajan, was du dann vor deinem Auge... Ich würde eher unter die Grube gucken, anstatt wie die Ziege. Ja, genau. Also während die Ziege runterrutscht in die Grube hinein, siehst du, dass dieses Loch diese Matrix aufsaugt. Fasziniert. Natürlich, ja, Merkmalskenntnis dämonisch Bäckele. Der steht noch eine Weile versonnen von diesem Loch und ja, nach und nach rutschen drei weitere Ziegen hinterher. Kann man jetzt erkennen, wie tief dieses Loch ist, oder verschwinden die irgendwann in der Dunkelheit einfach? Die verschwinden genauso, also die Matrix verschwindet dann gemeinsam mit das Loch scheint sehr, sehr tief zu sein, also auch mit dem Odem kannst du das nicht erkennen. Du könntest ja mal ein Licht runterschicken oder sowas. Ich glaube, das ist nicht gut. Ich glaube, er hätte mal akut was dagegen, vermute ich. Nun, ich wäre fertig. Wir können, glaube ich, aufbrechen.
Aber es riecht, also jetzt, das hat sich so ein bisschen verändert. Das hat sich sowieso immer nach Leder gerochen, aber es riecht noch intensiver nach, oh, nach Leder. Mm. So ein verströmender, intensiver Geruch. Wirkt so ein bisschen betörend oder betäubend. Etwas streng im Abgang. Der Geruch hier, wie sollte gehen? Tulamin zwingt sich auch hinzusehen. Und in ihrer Vision hat sie ja quasi so eine Art Keuschheitsgürtel um dieses Geschlechtsteil herum gesehen. Ich würde mir dieses Leder ein bisschen näher anschauen, denn das ist ja offenbar auch in diesem Schlund drin. Mhm, genau. Der ganze Raum ist ausgekleidet. Ist das irgendwie... Also sind das einfach rohe Häute oder ist da irgendwie was verarbeitet? Die sind verarbeitet, die sind auch vernäht miteinander. Also sieht so aus wie ein lustiger Teppich, so ein Flickenteppich. Die sind alle aneinander genäht worden. Aber irgendwas, was gürtelartig aussähe? Nee. Ich meine, das Loch ist eigentlich auch viel zu groß dafür, aber... Ja. Nein, das muss irgendwas anderes sein. Also das ist nicht der Lustgürtel der Welke. Gut, dann ist das vielleicht ein bisschen metaphorischer gemeint. Gut, dann stimme ich Abel mir zu. Ja, ich denke, wir können gehen. Abel mir, würfel mal ein W6. Okay. Kapitän, ich dachte, wir wollten hier einen Moment Zuflucht suchen und unsere Pläne besprechen. Ich weiß nicht, Du streichst dir so ein bisschen über das Haar und wenn du dann zu den anderen blickst, beziehungsweise wenn die anderen zu dir blicken, du verfügst die nächsten 2 Stunden über den Vorteil Wohlklang und über den Vorteil herausragendes Aussehen. Also es ist nicht so, dass du jetzt anders aussiehst, sondern einfach... Also, wirk einfach anders. Du wirkst einfach... Oh. Es ist einfach dieses Odor, was du verströmst, was jetzt aus dieser Spalte herausgeströmt ist oder so etwas, aber... Ah, du bist wirklich anziehend. Ich bin immer anziehend, aber deine bekommt Nase, der Drache über das Auge gemacht hat, die so ein bisschen verlaufen ist, du hast so einen wilden Touch. Ja, leider erkennt man meine Umwelt nicht an, aber na gut, damit lebe ich seit Jahren. Vielleicht du bist die falsche Rasse. Nun gut, wir sollten uns von dann schreiten. Nun, vielleicht können wir uns eine Unterkunft suchen. Hast du was im Hals, Abelmir? Nein. Wieso? Bist du sicher? Nun ja. Möchte ich mal auf den Rücken klopfen? Nein. Das wird nicht notwendig sein. Raffi meinte, du klingst anders. Es ist nicht schlecht. Aber vielleicht ist es eine kleine Erkältung oder so. Ja, habe ich auch gedacht. Hat ein bisschen tieferen Ton. Ganz angenehm eigentlich. Ist der Sonor? Ja, in der Tat. Wenn ihr das sagt? Nun ja, ich will euch nicht widersprechen. Wenn es anhält, kommt zu mir, ja? Es könnte dann besorgniserregend sein. Nun, ich spüre keine negativen Veränderungen meinerseits, aber ich werde euer Angebot überdenken. Lapidio, jetzt mal den Drachen doch nicht an die Wand. Das ist bestimmt nichts weiter, Abelmir. Bestimmt nicht. Was soll mit mir sein? Ich habe mich nicht verändert. Nun, jedenfalls, Capitania. Was genau sollte von hier aus also unser Plan sein? Nun, wir sollten uns auf jeden Fall kurz mit Diamantis besprechen, in welche Richtung Euphemia und die anderen gegangen sind. Richtig, aber... Vermutlich ist das Objekt, das wir suchen, im Kack. Ja, und das ist ja ein Fest, oder? Sind wir jetzt denn unter uns? Also ist der Akolyt gegangen nach der Opferung? Also, ihr könntet euch dann aus dem Tempel entfernen. Der Akolyt steht sonst, wenn ihr nichts weiter habt, ein bisschen im Loch rum, wird dann das Messer einmal wieder abputzen und geht dann irgendwo anders im Tempel spazieren. Und ihr könntet dann selbst irgendwie noch aus dem Tempel heraustreten und dann im Innenhof stehen bleiben, wenn ihr mögt. Ja, genau, so wie in einem Innenhof oder in einem Durchgang oder so herum. Ihr seid unter euch und hier ist dann auch kein weiterer, der dann Gründerfest gerade feiert oder so. Diamantis ist zumindest von dem Eingang verschwunden. Gut, also wir bewegen uns mal so in Richtung Eingang und wenn Tulamin nur das Gefühl hat, wir sind so weit unter uns. Könnt ihr noch sehen, wie Diamantis wohl oben vom Dach gerade heruntersteigt. Eigentlich würde ich auf dem Dach stehen bleiben. Ich würde mich so ungefähr hier befinden, denn von hier aus habe ich
Ja, das da, das da im Auge. Und dann höre ich auch die Schritte unter mir, werde ich sicherlich einen Blick runter riskieren. Also kann er uns und wir ihn quasi sehen aus dem Innenhof. Genau. Gut, Zulamin ist aber im Moment noch abgelenkt. Diese Spalte im Tempel, das deckt sich mit meiner Vision. Allerdings lag in meiner Vision ein Gürtel darum. Ein... Ich denke nicht, dass es ein Zufall ist, dass es sich hier ebenfalls um einen Gürtel handelt, auch wenn ein Keuschheitsgürtel, wie ich ihn in der Vision gesehen habe, normalerweise nicht das ist, was man mit einem Artefakt der Widersacherin in Verbindung bringen würde. Nun, da wir nur den oberen Teil dieser Grube gesehen haben, vielleicht befindet sich der Gürtel unten am Grunde dieser Grube. Nun, die Möglichkeit besteht. Aber würdet ihr hinuntersteigen wollen? Nicht freiwillig. Wenn es den Not tut, Kapitän, ja. Nun, ich denke, es ist eine Möglichkeit, aber vielleicht sollten wir auch erst der Sache mit dieser Statue nachgehen. Es muss einen Grund geben, warum meine Vorgänger so erpicht darauf waren, sie in ihren Besitz zu bringen. Mhm. Nun, die halten mich ja für einen Kopter, nicht wahr? Und dem anderen Kopter wurde ja auch Einlass gewährt. Dann gehen wir einfach dahin und ich mache ein bisschen magisches Klimbim und dann gewähren sie mir Einlass. Das klingt nach einem guten Plan, solange wir gewährleisten können, dass ihr und der echte Kopter auf keinen Fall jemals denselben Raum betretet. Das kriegen wir schon hin. Nichtsdestotrotz erscheint es mir tatsächlich das Gangbarste, was wir haben. Abzüglich einfach hinein zu transversalisieren. Dafür müssten wir allerdings wissen, wo wir hinwollen. Au! Oh, Diamantis? Was treibt ihr da oben? Ich nicke euch einmal zu, ihr seht, wie die Abalone wieder geschultert wird. Wartet, ich komme runter. Augenblick. Nimm an, er ist hinaufgestiegen, um einen besseren Überblick zu haben. Nicht dumm. Bestimmt kann er uns sagen, wo Iphemia hin ist. Das ist die Information, die uns noch fehlt, nicht wahr? Nun, sie sind uns zumindest nicht in den Tempel gefolgt. Möglicherweise haben sie mehr oder andere Informationen als wir. Und sind direkt zu ihrem Ziel gegangen. Oder vielleicht suchen sie zuerst nach uns, weil sie genauso wenig wissen. Warten wir ab, was er sagt. Nun, dann beißt sich die Katze ein wenig in den Schwanz. Beim Tumorkotzen, denkt Diamante sich, als er gerade runterklettert. So. Sie haben sich weiter bewegt. Sind etwa gut 500 Schritt von hier entfernt. Keines wohl. Irgendwo hierhin drauf abgesehen zu haben. Gehen Sie zum Krack? Sie scheinen gerade am Krack zu sein. Welche Katze? Iphemia habe ich nicht mehr gesehen, zumindest seitdem die am Krack angekommen sind. Vielleicht sind sie reinmarschiert. Die Katze, die uns entdeckt hat, Boltax. Oh, ist mir gar nicht aufgefallen. Da war eine Katze. Könnte ein Spion sein. Hatten Sie einen Magier bei sich? Boltax, ihr könnt doch auch durch die Augen von Tieren sehen. Ja. Und außerdem gibt es ja noch vertraute Tiere. Konntet ihr Rasulan bei Ihnen entdecken? Kurze Erinnerung. Ja, der war dabei, ne? Nee, Rasulan nicht, aber Asaban. Der Abt, der hohe Abt von Elburum. Zumindest habt ihr ihn da das erste Mal gesehen. Irgendein Reiher weiter. Nein. Negativ. Dieser Magier war nicht dabei, nur dieser Rayani aus Elburum und eben diese Töchter Niobaras. Ja, die Töchter Niobaras werden wahrscheinlich zaubermächtig sein. Allerdings hatten sie sehr gefesselt. Vielleicht haben sie gegen ihren Willen geholfen. Aber gut, dann weiß Iphemia noch nicht, wo wir sind. Dann lohnt es sich also noch vorsichtig zu sein. Wir bräuchten eine Ablenkung. Ich habe eine ganze Weile nach Iphemia gesucht, seitdem wieder alle an diesem befinden, habe ich sie nicht mehr gesehen. Sie muss da wahrscheinlich drin sein, sonst hätte ich ihren Schuss schon längst genommen. Gibt es vielleicht einen Seiteneingang? Naja, vermutlich schon, aber denkt ja keiner von uns.
Schein, den ich von oben her gesehen hätte. Nun, ich denke, es wird einen Eingang geben, der der Stadt zugewandt ist und einer, der in Richtung Stadttor liegt. Vielleicht, wenn wir uns zum Stadttor her nähern, wenn sie keinen Umweg genommen haben. Wo ist denn hier ein Stadttor? Naja, eine Stelle, wo die Straße in die Stadt reingeht und wo sie wieder rausgeht. Wo ist denn hier eine Straße? In der Mitte. Ist keine Straße, ist ein Zustand. Naja, also wir haben ja den Vorteil, dass sie mit ungefähr 40 Mann unterwegs sind. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass wir die sehen, bevor die uns sehen. Ich halte es für sinnvoll, dass Diamante sich einfach mal auf der Hauptstraße umschaut und sonst laufen wir da halt eben hin. 40 trifft das gut, das sind 50. Ich habe genau einen Banner gezählt. Na, dann wird es ja wenigstens nochmal spannend hier. 20 schaffe ich. Wollen wir nicht einfach hinten in diese Festung eindringen? Ja, genau, das ist doch mein Gedanke. Na, 25. Ach, gib mir 30. Zum Thema Unauffälligkeit. Wir sollten keine Leute abschlachten, nur weil sie da sind. Ja, aber die kommen doch auch aus der Zukunft, oder? Dann würde es ja nichts in der Vergangenheit ändern, wenn sie tot sind. Und warum wollt ihr sie töten? Nein. Weil sie da sind, oder? Rafim wollte sie töten. Ich wollte mich hinten reinschleichen. Behalten wir uns diese Option doch dafür vor, wenn die Sache sauber wird. Ja, und vergesst nicht, Iphemias hier sein mag überaus verdächtig sein, aber sie ist nichtsdestotrotz die Sultana von Elborum. Und es gibt nichts, was wir ihr offiziell vorwerfen können. Offenbar hat sie Azaban von Zorgan bei sich. Er ist in meiner Kirche hoch angesehen. Ich weiß nicht, was das soll. Aber ich halte zumindest einen offenen Angriff gegen sie für eine sehr schlechte Idee. Was hattet ihr also davon, Kapitän? Ja, wir suchen einen Nebeneingang zum Krack. Nehmen unseren Ersatzkopter, um uns hineinzuschleichen, besorgen uns den Gürtel, türmen und machen den Riss hinter uns zu. Ja. Vorausgesetzt, der Gürtel befindet sich dort. Ein guter Vorausgesetzt. Tag. Wenn nicht, rekontextualisieren wir unseren Plan dann. Naja, also ich bin ganz ehrlich, ich vermute, der Gürtel liegt an der Statue. Wo ist diese noch gleich? Naja, die ist im Krack, alle wollen diese dumme Statue und ich meine, bin mal ganz ehrlich, was wollen die mit der Statue? Umso besser. Wird diese Statue nicht sehr gut bewacht, wenn sie in der Vergangenheit versucht wurde, öfters mal zu stehlen? Ist ja nur Vermutung, aber... Natürlich, aber es ist ein Fest. Die Leute werden sie sehen wollen. Vermutlich wird es Wachen geben, aber ich denke schon, dass wir sie zu Gesicht bekommen dürften. Ich dachte, genau solche Dinge wären eure Spezialität, Abelmir. Ihr verbreitet schon wieder Gerüchte über mich. Ich bin nicht sicher, ob das gut ist. Man hört ja, dass ihr so einige Dinge unter sehr wachsamen Augen abgezogen habt im Mittelreich. Ach, Gerüchte. Kennt ihr die Geschichte von mir aus den heiligen Quellen von Isilia? Ihr habt sie bei Zeiten erzählt, ja. Wo ich ihnen unter der Nase den Krug weggeschnappt habe. Ha! Das war etwas. Diese Geschichte hast du schon ein paar Mal erzählt, Boltax, aber bei aller Liebe ist es wirklich nicht die Zeit dafür. Wollen wir einmal schauen, was wir dort am Krack finden, nicht wahr? Nun, dann gehen wir doch los. Also. Vielleicht Diamant ist ein wenig voraus, um uns zu warnen, falls sie unsere Besucher sich bewegen. Also ein fähiger Kletterer schafft es sicherlich auch, die Mauern zu beklettern. Ich würde mir das zutrauen. Ermähle ich den Tag? Es ist immer noch eine Festung, nicht wahr? Wie gesagt, möglicherweise stellt ihr euch das komplizierter vor, als es eigentlich ist. Einzelne, vielleicht zwei Personen? Begehen wir vielleicht erstmal, bevor wir alternative Routen erörtern müssen. Hi. Ja, wir gehen zum Krack und schauen noch im Eingang, der halt nicht da ist, wo die Zorgana Truppe ist. Elboroma Truppe, Anzahlmeinem. Ja, gib mir mal eine Kunde auf Baukunst. Ihr seht auf alle Fälle, dass den offensichtlichen Eingang, der findet sich nach Westen raus, in Richtung Ausgang der Stadt. Den wollen wir speziell nicht. Genau, ansonsten ist es eine gewaltige Zwingfeste, von der man aus nicht nur die ganze Stadt, sondern auch das Umland erblicken kann. Und oh, aber mir hat Spezivieranlagen! Der kann. Ich nehme alles zurück, was ich jemals über dich und Baukunst gesagt habe. Aber du weißt, es gibt auch für solche Wehranlagen gibt es unterirdische Zugänge.
Aber die können sich in quasi jedem anderen Haus befinden oder aber draußen, auch auf die andere Seite des Flusses, könnten die sich nach erstrecken, wenn jemand, der sich dort drin befindet, also der ja, Sultan, der Statthalter von Bosbaran, irgendwelche hohen Persönlichkeiten, wenn sie dann von dort aus residieren, fliehen müssten. Aber was dir auch klar wird, ist, das ist ein Tempel. Das heißt, du hättest sowas wie freien Zugang. Vor allem jetzt, wenn das ein Fest ist, ein Fest der Gründertage. Und ja, es gibt hier auch einen großen Viehmarkt, vor allem davor. Dementsprechend müssen unglaublich viele Priester und auch weit gereiste hier sein. Das ist ja nicht nur irgendeine Stadt, sondern eine mit 14.000 Einwohnern. Und dementsprechend sind eine ganze Menge andere Bauern aus anderen Regionen hier. Vielleicht sollten wir einfach versuchen, den Haupteingang zu nehmen, um nun ja einen offiziellen Zugang zu erlangen. Wenn wir hier herumschleichen, erregen wir eine Aufmerksamkeit. Manchmal ist die Tarnung nicht notwendig, weil das Offensichtliche ist die beste Tarnung. Aber die faulen Garde. Einige von ihnen haben uns doch bestimmt schon gesehen. Bei der Hochzeit. Nun, ich sehe keine faulen Garde. Oder in Elburum. Die sind dort hinten. Ich schau mal in die Ferne, ob ich die Zermarottung von diesen Leuten da sehe. Also, die sind ungefähr nicht ganz 100 Meter von euch entfernt. Die stehen da im großen Pulk. Sieht so aus, als würden sie nicht ganz vor der Festung stehen. Ein bisschen abseits. Aber sie sind eben auch umstellt. Jetzt nicht sonderlich mit Waffengewalt, aber die Krieger, die Kriegerinnen der Yakisani, die werden sich auf alle Fälle darum bemühen, dass die in diesem Pulk bleiben und jetzt nicht frei drumherum gehen. Aber die Stimmung ist also auch nicht aggressiv oder so, sondern einfach nur vorsichtig Abstand wahren. Wir sollten einfach den Haupteingang nehmen. Warum schaut mich diese Frau so merkwürdig an? Hat sie mir gerade zugezwinkert? Ich denke, sie findet euch attraktiv. Ihr seht heute ausgesprochen gut aus. Ja, nun, ich sehe immer gut aus, aber deswegen werfen mir Frauen keine Blicke zu. Naja, also aber mich widerspricht ihr immer wieder gerne, aber du siehst gewöhnlicherweise... Naja, ne? Ja? Gewöhnlich aus. Also wenn ich nicht wüsste, dass ihr ein zweitklassiger Magier aus einer drittklassigen Akademie wärt... Das sagt mir ein Magister aus Brabak. Der führenden und einzig vertrauenswürdigen Dämonenbeschwörerschule auf dem gesamten Kontinent, wenn ihr sie sehen müsst. Sag mal, habt ihr heute ein anderes Parfüm aufgetragen? Ich denke, es ist Stirn Nummer 8. Lass uns gehen. Nein, es ist kein Zwergenparfüm. Das kann ich euch versichern. Nein. Kein Zwergenparfüm. Ganz genau. Stirn Nummer 8 kommt tatsächlich aus den menschlichen Bevölkerungen in Silas, wenn ihr das wissen müsst. Mhm. Naja, also ihr seht viel weniger heute so aus, als hätte die Scheunentour in den Kopf gekriegt. Nur so ein bisschen. Vielen Dank für dieses merkwürdige Kompliment. Lass uns hineingehen, bevor wir... Ihr solltet die Aufgaben, die Aufmerksamkeit verlegen nach drinnen. Hey, habt ihr es da hinten langsam? Ja. Ich hoffe es zumindest. Boltax? Ja. Guckt, ob wir das sind. Ja, wenn Diamantis vorgeht, kannst du auch sehen, wie da wohl auch Kriegerinnen der Yakisani stehen, die dir dann so ein bisschen gemächlich die Hand ausstrecken. Heute nicht für den Pöbel. Wir sind kein Pöbel. Wir sind weitgereiste Leute aus fremden Landen. Nein, euch meinte ich nicht, mein Herr. Ich meinte, oder gehört er zu euch? Ist er ein Diener? Ich Pöbel. Ich Pöbel. Ich wedel einmal so mit der Hand. Sie verbeugen sich so ein bisschen angedeutet und treten dann aus dem Weg und würden euch dann nach drinnen den Weg freimachen. Man muss nur wissen, wie man mit den Menschen umgeht. Sage ich auf Gareti und trete ein. Ja, wenn ihr eintretet, könnt ihr direkt vor euch einen Orgienhain erkennen von dem Stadtgott. Es gibt hier blutblättrige Pfirsichbäume, die in einer Pracht hier stehen, bunte Pfirsiche, die hier dann von den Bäumen fast herunterwachsen in die Münder
oder in die Mäuler dieser Leute, die dann hier liegen. Es gibt hier auch nicht so Stühle oder so, sondern die Äste bilden eine Art Kammer, wo man sich dann fast wie auf eine Art Kissen dann hinuntersetzen könnte, sodass dann hier überall rechts und links des Weges zwischen diesen Pfirsichbäumen die Leute sitzen, teilweise nicht bekleidet, andere dann nur mit wenigen Seiden oder so etwas behangen. Und einige rauchen so eine kleine Pfeife oder naschen an diesen fleischigen Blättern, die Früchte, die dann, wie gesagt, über ihnen wachsen, können dann abgezogen werden und alle haben unglaublich gute Laune. Na, hier lässt es sich durchaus aushalten. Aber das ist der Hain. Wir suchen eine Statue. Wandern wir ein wenig herum und sehen, was wir sehen. Ja, ein paar Schritte weiter könnt ihr dann auch ein großes Bassin erkennen, wo dann viele Leute nackt drin herumschwimmen, sich dann eben von dieser mittäglichen Hitze so ein bisschen da die Erholung verschaffen. Und je weiter ihr in Richtung des Haupt, ist das ein Tempel? Ist das alles hier ein Tempel? Je weiter ihr in Richtung dieses massiven Bollwerkes kommt, da steigt immer ein bisschen höher und könnt dann, also wenn ihr dann die Treppen auf die Mauern steigt, dann werdet ihr sicherlich die ganze Stadt überblicken können. So im Inneren eingeschlossen noch nicht so ganz, aber ihr fühlt euch schon erhaben. Und ihr könnt dann auch sehen, wie dort verschiedene Leute in dem einen oder anderen Pulk stehen. Zulamin fällt der Abt Asaban auf, der dort nicht ganz alleine steht, aber zumindest die Garnison aus Elborum ist nicht dabei. Da hält sich wohl mit einer anderen Priesterin, er selbst in roten Schleiern, sie in schwarzen Schleiern. Unterhält er sich wohl und ja, sie philosophieren ein bisschen. Ihr könnt eine Publikation erkennen in bosbaranischer Kleidung. Natürlich dann durch irgendwelche Schuppenpanzer, irgendwelche roten Federbüsche, die ihr da kennen könnt, einen Herrscher auf einem Skorpionthron, ähnlich wie ihr in den Elberum gesehen hattet, mit auch verschiedenen Wappen daran und das muss der Magier sein aus Elem, mit dieser Muräne oder diesem Aal auf den Bannern. Und ihr könnt auch sehen, wie da wohl die Mannwitter stehen am Rand, fast nackt, mit den Hörnern, mit diesen Ziegenohren, mit dem Bart, mit diesem, diese Brusthaare, verführerisch. Je näher ihr kommt, desto ansehnlicher werden sie, wie sie dort stehen, abwarten, gemustert werden, vor allem von den Frauen, die dann hier in diesem Tempel sind, und alle scheinen sich wohl um diese Chimären dort in diesem Großkopf da zu bemühen, der da so ein bisschen lächelnd am Rande steht. Er ist abgelenkt, das ist gut. Passt auf diese gehörnten Wichser dort vorne auf. Die sind außerordentlich zäh. Aber ein Bolzen in jedes Auge sollte den all die Aufgabe erfüllen. Die sind nicht dieselben Wesen, denen ihr begegnet seid. Diese hier sind deutlich, sagen wir, handwerklich korrekter geschaffen. Was auch immer heißen soll. Gibt es eine Rolle, ignorieren wir sie.